Lungenhochdruck. Ist es das Herz oder die Lunge? Die Ursache der pulmonalen Hypertonie ist vielfältig. Einerseits gibt es verschiedene Gruppen, die wir einteilen. Es kann eine idiopathische Ursache haben. Es ist sehr, sehr häufig durch Herzerkrankungen, durch Linksherzerkrankungen bedingt. Es kann auch eine pulmonale Ursache haben oder auch durch eine Verstopfung der Blutgefäße in der Lungenstrombahn kommen. Das sind die vier häufigsten Gruppen, die wir dann unterscheiden. Die Symptome der pulmonalen Hypertonie sind unterschiedlich. Das Hauptsymptom der pulmonalen Hypertonie ist die Luftnot. Es kann aber auch Beinödeme haben oder wenn die Ursache des Herzens ist, kann es natürlich auch zu Herzrhythmusstörungen führen, weshalb Patienten dann damit auffallen. Bei dem Lungenhochdruck ist es, wie gesagt, wichtig, die verschiedenen Klassen zu unterteilen. Und da muss man als erstes Ursachen für eine Linksherzerkrankung ausschließen, beziehungsweise die kann man dann auch direkt therapieren. Ursachen für eine Lungenerkrankung, eine Lungengerüsterkrankung, hauptsächlich so eine sogenannte COPD, würde man dann auch direkt therapieren, wenn man dies diagnostiziert. Eine Verstopfung der Lungengefäße, eine chronische Lungenembolie, so bezeichnen wir das Ganze, könnte man auch sehr, sehr gut diagnostizieren und hat dann genauso wie alle anderen drei Gruppen, die ich gerade genannt hatte, eine unterschiedliche Therapie. Kommt in diesen ganzen Diagnostiken nichts raus, würden wir dann von der ersten Gruppe der idiopathischen pulmonalen Hypertonie sprechen und diese hat eine spezifische Medikation, die dann für die Patienten relevant wird.